Eygül Berivan Aslan von den Grünen ist an Bord. Regierungsmitgliederinnen und liebes Regierungsmitglied, ich glaube, die Männer sind schon weg. Ja, ich will gar nicht auf die Defizite oder ich will gar nicht auf die Defizite der österreichischen Frauenpolitik eingehen, weil im Moment geht sich das Ganze wie in einem Schneckentempo voran. Und ich glaube, dass ich in Zukunft sehr viel darüber reden muss. Ja, ich meine, denn wäre die österreichische Frauenpolitik wichtig für die Regierungsparteien, dann hätte es wahrscheinlich schon längst heute schon ein eigenständiges Frauenministerium gegeben. Aber das gibt es immer noch nicht. Fakt ist, dass seit längerer Zeit das Frauenministerium immer wieder in anderen Bereichen angehängt wird. Zum Beispiel unter der blau-schwarzen Regierung war es im Sozialministerium unter Herbert Haupt. Im Jahr 2003 war es mal im Gesundheitsministerium und durch die Kollegin Heinisch-Hossek ist es mal umgesiedelt worden ins Unterrichtsministerium und jetzt ist es wieder gelandet im Gesundheitsministerium. Gut, dass Johanna Donal dieses Ping-Pong-Spiel das Frauenministerium irgendwie nicht mit anziehen muss, weil das hätte sie sicher sehr schrecklich empfunden. Ich könnte auch hier genug rote Frauen zitieren, die über die Wichtigkeit und die Bedeutung des eigenständigen Frauenministeriums auch immer wieder darauf hingewiesen haben. Und gerade deswegen ist es für mich unverständlich, warum es immer noch kein eigenständiges Frauenministerium gibt. Also man hätte ja so viele Chancen gehabt, das umzusetzen, aber es ist de facto bis heute immer noch nichts geschehen. Aber sollten Sie in der Hinsicht, und davon bin ich überzeugt, dass es sehr wohl Frauen gibt, die das auch sich wünschen, dann stehen wir zur Verfügung. Wenn Sie es nicht alleine schaffen, dann werden wir es wohl gemeinsam dann schaffen. So, ich will meine Rede auch dazu nutzen, aus aktuellem Anlass zum Thema ansprechen, weil die Zeit wirklich jetzt im Moment auf die Schläfen drückt. Herr Klugbobmann-Schieder hat am Vormittag schon darauf irgendwie Bezug genommen. Morgen wird im türkischen Parlament wird die Immunität der HDP-Abgeordneten aufgehoben. Und damit verabschiedet das türkische Parlament nicht nur ein Gesetz, sie verabschiedet sich auch vom Friedensprozess. Sie verabschiedet sich auch von den Menschenrechten. Sie verabschiedet sich auch von den Demokratiewerten. Und das soll ein Land sein, das noch sich als EU-Beitrittskandidat zur Verfügung stellt. Und das ist erst der Anfang einer humanistischen Katastrophe, die wir wahrscheinlich im Moment in diesem Raum gar nicht so wahrnehmen wollen. Und wissen Sie, warum Menschen flüchten? Menschen flüchten, weil sie keine Hoffnung haben. Man hat ihnen die Hoffnung weggenommen für ein menschenwürdiges, für ein friedliches Zusammenleben. Und aufgrund dieser Hoffnungslosigkeit sind Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Und damit bitte ich euch alle, werte Kolleginnen und Kollegen, leisten wir unseren Beitrag dazu zur Friedenspolitik. Leisten wir unseren Beitrag zu den gewählten Parlamentariern, die im Moment den Parlamentarismus verteidigen und somit auch eine Diktatur ja verhindern. Leisten wir unseren Beitrag. Leisten wir unseren Beitrag zu einem menschenwürdiges Zusammenleben, damit niemand seine Heimat verlassen muss. Ermöglichen wir den Menschen, dass sie in ihrer Heimat bleiben. Und gerade deswegen ist es wichtig, auf die Friedenspolitik anzudocken und beim Friedenspolitik anzufangen, weil nur eine effektive Friedenspolitik kann Kriege verhindern, nur eine effektive Friedenspolitik kann die Flüchtlingszahl auch reduzieren. Und somit bringe ich den Antrag der Abgeordneten Schieder, Lobatka, Bilz, Wawrig, Kluger, Yilmaz, Vucela, Aslan betreffend der geplanten Aufhebung der Immunität von 138 Abgeordneten im türkischen Parlament. Der Nationalrat wolle beschließen,
Die Bundesregierung wird ersucht, sich mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln für eine umfassende Achtung aller Grund- und Menschenrechte, inklusive der politischen Rechte der Opposition, sowie für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei einzusetzen. Weiters soll auf eine Deeskalation der Gewalt in den kurdischen Gebieten in der Türkei und auf eine rasche Rückkehr zum Friedensprozess hingewirkt werden. Danke sehr. Der Antrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß eingebracht und steht somit in Verhandlung.